Moin! Ja, Feierabend. Ich bin hier, wie ihr seht, an der Hörn. Da liegt der Traditionssegler. Ja, ich habe hier Gerüchte gehört. Flüster. Dass diesen Winter Köhler oder Seelachse hier im Hafen waren. Das kann schon sein. Also ich habe eine Fangmeldung bei Angelmasters aus Flensburg, aus der Innenförde, also quasi aus dem innersten Hafen, gesehen. Das konnte man genau nachvollziehen, wo der den Köhler gefangen hat. Und ich habe ein paar Angler gesprochen, die erzählten von Seelachsen. Im Geschäft wird darüber gemunkelt und so weiter. So, was nehme ich heute? Ich fange mal an mit einem Meerforellen-Tackle hier. Also die Rute ist klar, kann man nehmen. Und ich nehme hier mal einen sinkenden, halb sinkenden Spiro. Der ist fest montiert. Also der ist kein Durchlauf, oben eingehängt. Ein Röhrchen, das ist ein Abstandshalter, dass sich das Vorfach nicht überschlägt. Und unten drei Wegewirbel. So, das ist aus dem Forellensee-Zubehör, ist halb sinkend, mal gucken. Ja, ich mache ganz schnell. Vorfach habe ich hier aufgewickelt. Ihr seht, das ist so Schaumstoff. Und hier habe ich zwei Beifänger fliegen an 2,50 Meter Vorfach aufgewickelt. Ja, das war mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, da war mal eine Uhr, die ich geschenkt gekriegt habe, drin. Und die habe ich wiedergefunden und umfunktioniert. Ein paar Stecknadeln rein und da kann man ein, zwei, drei Vorfächer aufdröseln. Und wenn man noch mehr Platz braucht, dann hier innen auch noch. Also die obere Springerfliege ist eine Garnelenimitation in ein bisschen Farbe und Glitter. Und dann so 50 cm Vorfach. Und hinten habe ich so ein auffällige schwarze Wuli Bugger Modell, auch mit Glitter, ein bisschen blau drin und Fluoperle oben. Habe ich handelsüblich gekauft. So, 2,50 Meter oder so Vorfach, fast Rutenlänge. Und die habe ich ja schon mal ausprobiert, kann man rauspfeffern. Wir haben heute hier Ententeich, Nebel, kein Wind und kalt, also alles nicht so optimal, aber 2 Stunden habe ich Zeit bis 19 Uhr. Los geht's. So, ich fange jetzt erstmal hier im Flachen an und werde dann erstmal hier die erste Mitte hier von der Hörn, quasi Ende der Strecke hier, abfischen und dann mal mich weiter so an verschiedenen Spots aufhalten. Hinter mir seht ihr eine gelbe Jacke, da ist auch einer am Angeln. Also das sind hier die Spezies aus dem Stadtteil, die sind nah am Fisch. Wenn die da sind, gehen nicht hierher, wenn hier kein Fisch wäre. Also ich lasse den Köder erstmal absacken. Der Spiro ist nur halb sinkend. Und da wir hier gleich 3-4 Meter Wassertiefe haben, je nachdem, fische ich da mal ganz langsam, mache ein paar kleine Rucke über die Rolle. Und ansonsten ganz langsam heute bei dem Nebel sind die Fische vielleicht auch träge. So, hier kam jetzt gerade ein Anglerkollege, den ich auch schon ein paar Mal getroffen habe. Also es wurden heute wohl von Grundanglern schon kleine Dorsche gefangen. Dorsch hat ja gerade schon seit dem 31.03. ist ja auch heute nicht der Zielfisch. Also wenn Dorsch, dann gleich wieder rein, auf jeden Fall. So oder so. Aber er berichtete auch von einer 80er Meerforelle hier. Kumpel hätte ihm ein Foto gezeigt. Also, ich kenne den, der erzählt keinen Unsinn. Ja. Ich habe meinen Kescher da, der ist noch nicht reingefallen heute. Mal gucken.
Blaue Stunde ist schon fast vorbei. Und wir haben jetzt hier rechts von mir ist die flachste Ecke, das hatte ich euch im Gewässertipp erzählt. Da kann natürlich dann an der Kante auch eine Forelle stehen. Was ihr vielleicht nicht so seht, aber vielleicht doch, ist der Nebel. Also hinter mir ist ja das Schiff. Und da. Und das ist total verschwommen. Ich wundere mich, dass hier die Kamera augenscheinlich noch ganz gutes Bild macht. Ja, mal sehen, wie das nachher wird. Ich angle mal weiter. Mal ganz ins Flache geworfen hier. Ich habe doch noch mal eine Spinnrute ausgepackt. Ich habe jetzt hier einen schwarzen Savage Seeker dran, 26 Gramm. Kann man also gut ausschmeißen und eine Beifängerfliege in schwarz und ziemlich buschig. Ja, mal gucken. So, der eine Kollege ist jetzt abgehauen hier in die Richtung mit seinem Wägelchen. Vielleicht geht er noch woanders hin. Aber in der Ecke quasi links neben mir, also die südwestliche Ecke, hat er nichts gefangen. Da steht noch einer, vielleicht frage ich den nachher nochmal. Ja, wir haben jetzt kurz nach 6 voll Dunkelheit, aber ihr seht das hier. Das ist noch ziemlich hell, weil wir haben hier Gebäude, Baustellen, wo der Kran hell erleuchtet ist, die Straßenlaternen hier um die Hörner rum. Also man kann ganz gut angeln, ohne dass man jetzt hier großartig Kopflampe braucht. Kommt ganz gut klar. Ihr seht auch noch ein bisschen was. Allerdings hier war kein Zopf. Ich glaube auch nicht, dass das heute was wird, aber ihr kennt mich ja. Ich habe jetzt 2 verschiedene Methoden ausprobiert. Bei beiden kein Zopf. Und jetzt mache ich mal einen Spotwechsel. Das geht ja hier fix. Man läuft hier 5 Minuten rechts oder links die Förde hoch oder die Hörn hoch. Und dann ist man am nächsten Spot. Ja, dann werden wir mal sehen, was da los ist. Ja, das kann Heiligenschein. Das ist ein Baukran, der hat da ziemlich helles Licht. So, ich bin jetzt hier ein Stück hochgelaufen, quasi in die östliche Seite hoch. Hinter mir ist das Ende der Hörn und hier wird das, gibt es ein, hier ist quasi noch eine Anlegestelle und dann, da ist das zum Wasser ein bisschen flacher. Und ich komme, ich hab geguckt hier. Hier, wo ich jetzt stehe, komme ich mit meinem 2,50 Meter oder was Kescher, 2,80 Meter komme ich noch runter. Also, ja, mal gucken. Ich werde jetzt hier mal quasi rechts von dem Fischschonbezirk, wo es ein bisschen flacher ist und dann so schräg die Kante runter geht, da werde ich mal das abfischen mit dem Blinker, weil ich glaube, mit dem Spiro, das passt hier nicht. Ja, schauen wir mal. Was mir auffällt ist, durch die Resthelligkeit hier kann man die Hutspitze ganz gut sehen und man kann nicht nur fühlen, sondern auch sehen, wenn der Blinker auf den Grund ditcht. Das ist halt die Frage, angeln wir eher Mittelwasser, angeln wir im Flachen, angeln wir im Tiefen. Da ich noch nie einen Seelachs in der Ostsee gefangen habe, habe ich auch keinen Erfahrungswert. So, und Forellen hier in der Hörn. Da hat ja ein ordentliches Volumen hier mit Flachzonen und tiefem Wasser. Ja, wo die jetzt sich rumtreiben, das ist ja nun echt die Frage. Thank you.
bin nicht Schneider, also Halbschneider. Ich war am Grund, ich habe einen Seestern. Juhu! Entschneider! Ja. Kleiner Dorsch. Ja, erst der Seestern, dann der Dorsch. Ich bin entschneidert. Natürlich nicht der Zielfisch. Also ich habe hier mal letztes Jahr, glaube ich, im Frühjahr, als die Schonzeit vorbei war, mal Testangeln gemacht und hatte auf kleinen Blinker auch ein paar Dorsche, waren allerdings alle untermaßig. Nur um einfach mal zu gucken, was nach der Schonzeit los ist. Ja, also der Kollege, der mir berichtet hat von den Dorschen auf Grund, der hatte recht, hier sind Fische. Ja, werden wir weiter angeln. Ziel ist ja Seelachs. Muss quasi den Blinker, wenn man jetzt Dorsche fangen wollte, was wir ja nicht wollen, muss man den Blinker so eine Art jiggen auf den Grund und immer eine Pause machen. Das ist ja nicht das Ziel der heutigen Veranstaltung. Ich glaube, ich muss Platzwechsel machen. Leider wieder nur ein kleiner Dorsch, aber er ist ein bisschen größer. Sieht vielleicht Kopfstöße. Leider quer gehakt auf dem Blinker. Das erspare ich euch. Also Fisch ist noch da, andere Stelle hier. Und ja, aber der war auch nicht, der war doch nicht größer als die anderen, weil wenn der quer gehakt ist an der Seite, dann denkt man, er ist größer, ist es aber nicht. Ja, ich mache noch ein, zwei Würfe und dann ist auch gut heute. Allerdings beginnt jetzt genau die Beißzeit laut Kalender. Ob die Dorsche das wissen und die Seelachse? Die Seelachse müssten das wissen. Aber da scheint keiner zu sein. Die sind nur die kleinen Dorsche hier, breit verteilt hier in der Hörde auf dem Grund. Ich glaube, ich habe einen Hering. Im Absacken. Aber wo Hering, da größere Fisch. Was ist das?
im Absack ein kleiner Dorsch. Also der war kaum größer als der Blinker und hing am Blinker. Deshalb zuppelte er ein bisschen anders als die anderen. Aber der war im Mittelwasser. Mittelwasser, Seelachs, Futterfisch. Ich glaube, ich muss doch noch eine Weile angeln. Ich den Blinker ein bisschen mehr bewegt beim Absinken. So gleich wagemutig draufgeknallt, der Kleine. Ja, mal Fazit hier mit dem Panorama von unserer City hier, Bahnhofsgegend und so weiter von Kiel. Also Fisch war da, alles winzige Dorsche. Die Erfahrung hatte ich letztes Jahr auch schon gemacht, sollte man nicht drauf angeln. Es ist natürlich so, wenn man verschiedene Tiefen absucht, so wie ich mit Beifänger, dann hat man natürlich immer die Chance, dass er auch mal ein kleinerer dran geht. Zielfisch, Seelachs, Zielfisch, Meerforelle lief heute nicht. Das ist natürlich auch heute ein bisschen schwierig von den Wetterverhältnissen. Ihr seht, das ist immer noch Nebel und so weiter und so fort. Fazit ist trotzdem, fällt ganz gut aus. Also man kann hier von den Uferpartien, wo es zugänglich ist, ganz gut angeln. Man kommt auch ganz gut runter mit dem Kescher, wenn man nicht die höchste Kaimauer nimmt, die hier so da ist. Ja, verschiedene Methoden kann man hier anwenden. Spinnfischen, Spirulino. Man kann natürlich Pose mit Poseangeln machen, auch viele hier. Grundangeln. Wenn ihr hierher kommt, macht das bitte nach der Schonzeit. Die endet am 31.03. auf Dorsch. Kommt vorher nicht her. Das macht keinen Sinn. Weil die Fische sind eh zu klein und wir wollen sie dann nicht über Gebühr beangeln. Ja, vielleicht fange ich nochmal einen Seelachs hier in dieser Saison. Mal gucken, ob das nochmal ein Projekt ist. Ja, und dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, gebt mir gerne ein Like, wenn euch das gefallen hat. Gebt mir ein Abo und in Schleswig-Holstein sagt man Tschüss.